Jeden Tisch auf wird Ihnen serviert mit Clean Solution Ökostrom für ein gesünderes Kochen von SH Power. Mit ausgezeichneter Schaffhauser Weinkompetenz von der GVS Weinkellerei. Und mit hervorragendem Bier von der Brauerei Falken und dem Motto «Viel Zeit für ein gutes Bier». Das hat Marco Polo und ich gemeinsam. Wenn es ums Essen geht, hat Marco Polo ganz viel aus der Welt, aber vor allem aus Asien, zu uns gebracht. Er hat schon ganz früh erkannt, dass asiatisches Essen gesund ist, aber auch ganz fein schmeckt. Genauso bin ich. Meine Zeit in Asien ist zwar schon ein Zeitchen her, darum möchte ich jetzt das Ganze mal wieder ein bisschen auffrischen und ein asiatisches Gericht kochen. Da sind wir genau richtig, nämlich im Asia-Shop. Gehen wir mal einkaufen. Also wir sind jetzt so mitten im Asia-Shop, da muss ich mal schnell meine Liste vornehmen. Okay, Ingwer, Pak Choi und süße Sojasauce brauchen wir. Fangen wir mal beim Ingwer an. Da hat es ganz viele verschiedene Ingwer. Wir brauchen ein relativ grosses Stück. Das ist, glaube ich, gut. Gut. Und jetzt suchen wir Pak Choi. Immer extrem spannend. In so einem Kühlregal beim Asia-Shop findet man ganz viel, wo man sonst noch nie gesehen hat. Suchen wir mal. Wir suchen Pak Choi. Ich glaube, haben wir Glück gehabt. Es ist nämlich sogar angeschrieben. Das ist Pak Choi. Das brauchen wir für unser feines asiatisches Gericht. Und noch auf meiner Einkaufsliste steht Sojasauce. Welche, dass ich ganz genau brauche, das muss ich allerdings unter Kumar fragen vom Asia-Shop. Kumar, ich mache heute ein Wokgemüse. Ja. Was für eine Sojasauce würdest du mir empfehlen? Also süße Sojasauce. Ganz kleine Menge. Mhm. Wenn Sie gerne. Oder große, das habe ich schon, große Menge. Warum genau die süß? Das ein Restgeschmack auch, das ein süße, das mehr Zucker drin. Das andere light, das heißt auch Leute, das ist helle Sojasauce. Das ist hell, nicht ein hell sein. Und aber das ist einfach weniger Salz und Zucker. Okay. Ja. Perfekt, super. Danke. In dem Fall nehme ich doch die süße Kleine zum Kochen. Gut, danke schön. Ja. Danke vielmals. So, wir haben alles zusammen für unser asiatisches Gericht. Jetzt geht es an die Kasse und dann natürlich sofort ab in die Küche. Marco Polo, der hat ein richtig gefühltes Schiff gehabt. Ich, ein sehr gefühlter Einkaufskorb und bin sehr zufrieden damit. Wir sind jetzt beim Dani in der Küche und Dani hat dafür gesorgt, dass wir eine feine Enterbrust heute auf den Teller bekommen. Hoi Dani. Hoi Michelle, hallo. Enterbrust hast du besorgt, die haben wir im Asialaden nicht bekommen. Hast du die aus dem heimischen Garten? Was? Schön wär's, gell? Also, die haben wir heute Morgen bekommen. Und Enterbrust ist in Europa wirklich, also kommt meistens aus Frankreich. Da gibt es verschiedene Regionen. Und das ist die sogenannte Chalons-Enterbrust. Was mir gerade auffällt, da hat es extrem viel Fett. Und ich als Frau, ich würde sagen, weg mit dem Fett. Und zwar gerade als erstes. Also, wir werden sicherlich etwas wegnehmen. Das überlasse ich dir jetzt gerade. Etwas wegnehmen, aber nicht alles. Und ein bisschen einschneiden. Fett ist ein Geschmacksträger, das wissen wir alle. Und durch das Braten wird das Fett auch schön geschmeidig und knusprig. Hautseite unten. Und dann tun wir jetzt quasi schön 90 Grad Winkel auf der Höhe. Okay, also wir fangen mal hier oben an. Überschüssig, also ich würde sagen, genau. Das ist auch überschüssig hier oben, aber du sagst nein, also traue ich dir jetzt mal. Wie gesagt, durch das Braten wird das Fett, das geht da sicher etwa 40% von dem Fett zerlaufen nachher. Oben nach oben, genau. Also nicht bis das Fleisch, aber sondern nur ein bisschen Fett. Ganz genau, nur ein bisschen, ganz genau. Gut.
kannst du jetzt mit diesen Gewürzen, wir haben das Cajun-Gewürz und wir haben das Seven-Spice-Gewürz, kann man auch überall kaufen heutzutage. Hat ganz viele verschiedene Gewürze drin, aromatische Gewürze, ein bisschen peppig, würzig. Genau. Und dann das Cajun hat ein bisschen mehr Salz da, was ich gemacht habe, was wir selber machen. Schmeck mal da. Das schmeckt richtig asiatisch. Okay, kräftig. Du kannst es hier ein bisschen Öl zugeben. Da haben wir ein Erdnussöl. Kann sich relativ hoch hitzbar nicht. Das ist gut. Also sehr wenig Öl nehmen. Sehr wenig Öl. Und jetzt auf der Hautseite, ganz wichtig, auf der Hautseite anbraten. Du kannst beide Enderbrüste reintun. Du musst es von unten nach oben. Genau. So anlegen, genau. Und dann die andere Seite auch. Das ist schon wahnsinnig. Da kann man gerade zuschauen, wie es Fett genau. Und die ganze Brust sich zusammenzieht. Und du siehst, wir brauchen hier fast kein Öl. Weil das Fettöl ist tragend auf der Enterbrust und die bewirkt eigentlich die Brünung. Wir können auch, wenn wir es rausnehmen, noch ein bisschen Honig dran tun und dann nochmal ganz schnell brünen. Der Honig garnisiert das Ganze, gibt einen feinen Geschmack und rundet die kräftigen Geschmäcker ab. Also harmonisiert wunderbar mit der Enterbrust. Da gibt es immer noch ein bisschen Süße. Es gibt eine Süße, es gibt Garmel, du die Schärfe ein bisschen abrunden. Schmeckt sehr speziell, wirklich der asiatische Gau mit noch ein bisschen Süße und Geschmack vom Honig und Karamell, was sich jetzt gebildet hat. Und auch da gibt es noch verschiedene Varianten. Man hat so auch mit ein bisschen Sesam. Aber da man wirklich die Fettschicht dran lässt, würde ich sagen, nur Gewürz und ein bisschen Honig. Und du wirst sehen, nachher beim Anrichten ist die wie geschmolzen und auch schön knusprig, die Fettschicht. Also nicht mehr so störend. Die Enterbrust ist jetzt versorgt im Ofen und in dieser Zeit, bis die fertig gegart ist, machen wir uns das Gemüse. Zuerst kommen wir zum Pak Choi. Wie es beim Gemüse halt üblich ist, waschen wir das Gemüse schnell. Kannst du mir schnell geben, auch dort müssen wir schnell waschen. Du siehst, wenn man jetzt hier rein schaut, ist so alles sandig. Siehst du den Sand hier überall? Ja, genau. Und das wollen wir draußen haben. Das ist auch vom hygienischen Standpunkt her, sollte man alle Gemüse vor dem Zubereiten immer schnell waschen. Das ist eigentlich schon noch sehr wichtig. So, unser Pak Choi. Du kannst es dir auch schnell schneiden. So ein Streifen? Genau, da ein bisschen feiner. Genau. Und wir haben hier vorbereitet die Peperoni. Da hat es noch ein bisschen Zucchetti drin. Und du siehst, da hat es noch ein bisschen Thai-Aubergine. Bei unserem Wokgemüse, also da gibt es keine Richtlinie. Da soll man nehmen, was man hat. Rüebli, selbstverständlich auch. Du kannst die Maiskölbli kannst du eigentlich halbieren. Dann nochmal so halbieren. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Also da kann man auch Zwiebeln schneiden. Wichtig ist einfach gleichmäßiges Gemüse schneiden. Ich finde Zwiebeln super. Sieht nämlich noch richtig herzig. Es sieht schon fast aus wie ein kleines Blümchen, wenn man sie so anschaut. Und was auch nicht fehlen darf bei dem Ganzen, was vor allem das würzige Aroma, das Aromatische anbelangt, ist die sogenannte Ingwer. Den kann man den wunderbar auch zugeben, den muss man nicht schälen, einfach feine Scheiben schneiden mit ein bisschen Limettensaft. Also für mich ist das ein extrem perfekter Booster, wenn ich mal keinen Kaffee zur Hand habe oder so. Dann nehme ich einfach ein bisschen Ingwer, tue da irgendwie zum Beispiel in einen feinen Lindenblütentee rein und noch ein bisschen Honig drin und schon habe ich einen super feinen Tee, der erstens gut ist für den Hals, auch wenn man verkältet ist, aber der gibt so richtig Power im Tag. Das ist richtig. Und ist also für uns, für den Körper, wirklich nur gesund. Also gegen Stress, gegen Magen, gegen Kopfweh, Kreislauf, herzfördernd und also Herzlauf fördernd. Also wirklich sehr gesunde Knolle. Alltagtauglich. Gut, du kannst jetzt noch den Ingwer noch frisch raffeln. Da gehen wir ganz am Schluss dazu. Wir haben ja letztens miteinander über Asien diskutiert. Du hast ja Heimweh. Du bist lange in Asien gewesen. Bist du mal ein bisschen reisen.
Kannst du mir etwas von Asien erzählen? Für mich ist das auch sehr interessant. Ich war noch nie in Asien. Ja, ich war seitdem in China, genau gesagt in Shanghai vor allem. Und das war wirklich super lässig, vor allem das Essen. Also, das muss man sagen, China hat so viel, eine grosse Vielfalt an Essen. Über scharf, über ein bisschen weniger scharf, zu ganz vielen verschiedenen Sachen, die man hier eigentlich gar nicht kennt, an chinesischem Essen. Und das, was man hier macht, ist eigentlich auch nicht chinesisch, ist eher asiatisch. Das ist oder? Asiatisch, das ist thailändisch ein bisschen. Das ist richtig. Und trotzdem, die heutige Küche hat ja wahnsinnig grossen Einfluss auf Asien, oder? Das ist eigentlich schon länger so, die heutige Küche. Also, die asiatische Küche ist für uns moderne Küche. Und die kann man wirklich heute integrieren in unsere französische, klassische Grundlagen, die wir auch immer mehr und mehr machen. Und, oh, ich habe schon ein bisschen Heimweh und der Geschmack hier in der Küche ist aber schon ein bisschen asiatisch, weil wir auch die Enterbrust schon angeboten haben und die Geschmäcker sind immer noch da. Und jetzt haben wir noch den Ingwer dazu, also perfekt. Ich würde sagen, schauen wir mal, wie es die Enterbrust geht. Schauen wir mal. Nach 20 Minuten bei 120 Grad ist die Enterbrust schön garret und auch noch so richtig saftig. Bevor man sie jetzt aber essen kann, muss sie noch 10 Minuten ruhen, ungefähr bei 80 Grad im Ofen. Währenddem, dass die Enterbrust noch ein bisschen ruht, haben wir Zeit, um unser Wokgemüse fertig zu machen. Wir haben ja vorne schon alles bereits in Streifen geschnitten und jetzt muss das Ganze nur noch in der Pfanne angebrötelt werden. Mix ist jetzt das Öl mit Sesamöl. Genau. Und ich merke schon extrem, der Sesamgeschmack, der kommt super zur Geltung. Nur Sesamöl, finde ich, ist einfach stark Geschmack her. Und jetzt da, gehen wir ganz einfach vor. Von der Strukturierung. Da, wo am härtesten ist, tun wir erst rein. Ich würde mal sagen, den Mais. Mhm. Kannst du mir erst rein tun und die feinen Blätter ganz am Schluss. Der Mais. Die schönen Maisblümchen, die wir haben. Schauen wir mal, die sind auch schön geworden. Die könnte man auch schon roh essen, oder? Die kann man roh essen. Die Pfanne kannst du auf dem Herd lassen, das ist noch wichtig. Damit wir die Hitze weiter in der Pfanne haben. Wir geben das Ganze noch etwas mehr Öl dazu. 5 ist gut. Jetzt tun wir mal die Auberginen noch rein. Also gesagt, der Härte noch. Auberginen, ja, auch relativ hart. Ne? So, das genügt. Und danach noch können wir Peperoni tun. Die haben noch gar noch nicht gewürzt. Das haben wir jetzt einfach mal so roh mit ein ganz genau. Öl. Wir tun noch kein Salz drin. Wir dann würzen nachher mit ein bisschen Sojasauce. Wenn wir es jetzt würde jetzt tun, dann hätten wir zu viel Flüssigkeit drin und dann würde das Gemüse auch nicht mehr braten. Du kannst noch Stufen nur gehen. Wir wollen das Gemüse, dass es bratet, ein schnell, ein Kurzgaren, ein Kurzbraten, sogenanntes Stir-Fry. Wenn wir schon weitergehen, würde man sagen, die kannst du Peperoni noch jetzt tun. Mhm. Die Hälfte reicht fahrig, wenn überhaupt. Du musst ein Drittel leeren. So. Ja. Ein bisschen Zugetti jetzt auch noch drin, sehe ich gerade. Das ist richtig. Weil wir haben das immer vorbereitet am Abend, das Gemüse. Dann nehmen wir das aus der Kühlschublade. Genau das gleiche Verfahren, à la minute, mit der Bestellung. Schön, auch vom Geschmack her, von den Nährstoffen her und vor allem von den Aromen her. Da haben wir wirklich frische Aroma. So soll das Gemüse schmecken. Zuhause kann man einfach den Kühlschrank aufmachen, schauen, was der Kühlschrank hergibt, das Gemüse. Absolut. Und einfach alles in die Pfanne, Schnetzle in die Pfanne. Ich habe ja vorhin gesagt, es muss nicht immer die gleiche Reihenfolge und es können verschiedene Gemüsesorten sein. Können wir als nächstes rein tun? Jetzt kannst du noch ein bisschen von dem Bok Choy tun. Mhm. Eher, gehen wir da eher so ein bisschen aufs Harte oder aufs Harte, auch wieder genau das gleiche Verfahren, aufs Harte. Sehr schön, ne? Mhm. Und du siehst, es zieht auch kein Wasser, da haben wir relativ eine hohe Hitze, kannst eine Stufe hochgehen. Und du hast gesehen, wir haben da noch ein bisschen Koriander. Koriander tun wir am Schluss zugeben, dann tut der Geschmack noch ein bisschen ausdehnen, aber auch nicht mehr zu lange kochen. Und ist eigentlich weltbekannt für die Salsa, für Tomatensalsa oder für Guacamole. Passt hervorragend. Sieht ein bisschen aus wie glattblättriges Peterli, oder? Ja, sieht aus, aber schmeckt definitiv nicht nach Petersilie. Ja, ich probiere es nicht, ehrlich gesagt, aber schmeckt sehr fein und intensiv. Und mit Koriander wirklich dezent würzen. So, noch ein bisschen Chinakohl. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen. Du siehst, schön glasig ist es, das Ganze. Und was wir noch brauchen am Schluss, ist noch ganz ein bisschen Ingwer. Du hast ja den schon vorbereitet vorher. Genau.
Wenn wir graffeln. Du, mir Zwiebeln kann man ja auch nicht tun, selbstverständlich. Man kann noch Knoblauch tun. Knoblauch und Ingwer ist die perfekte Harmonierung bei Gewürz, bei Gemüse. Passt extrem gut zusammen. Hat auch wirklich tolle Wirkungen. Und wir haben den Knoblauch auch ein bisschen da. Lassen wir jetzt mal weg. Aber sonst den Ingwer ganz am Schluss drin. Tun wir den Ingwer ganz am Schluss drin. Vor allem, dass er den Geschmack beibehaltet. Und vor allem von ernährungsphysiologischen Gründen. Wir wollen, dass die Nährstoffe, die Inhaltsstoffe sich nicht ausschwemmen. Auch da haben wir das Problem wie immer mit der Hitze. Die verflüchtet sich die Inhaltsstoffe, die ätherischen Öl vor allem. Dementsprechend ganz am Schluss nicht. Man kann sie schon noch ruhig anziehen. Das natürlich schon. Du kannst es jetzt dazugeben. Was man eigentlich als allerletzte tut bei einem Stir-Fry, sind immer die Mungbohnen. Das ist auch, das tun wir ganz am Schluss dazu. Auch wenn man nicht, dass sich die irgendwo verbrennt, dass er bitter wird. Das ist immer ein Problem bei den meisten Gemüse. Komm, ich würde es auch mal probieren, da mit dem so umrühren. Gibt es da einen Trick, wie man das kann? Da gibt es einen Trick. Das ist Übung macht den Meister. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Trick. Ja, da sieht man natürlich auch in Asien viel, eben, dass das immer probieren. Ich wahrscheinlich mit offenem Feuer in Asien. Genau, genau. Voilà. Und die Sojasauce ganz am Schluss. Kannst du noch ein bisschen Sojasauce rein tun? Mhm. Da gibt den Geschmack. Natürlich haben wir jetzt hier Sojasauce. Wir haben noch ein bisschen Fischsauce dazu. Das ist auch so ein Extrakt. Wie viel ungefähr? Das reicht. Gut. So ein Fischextrakt mit ein bisschen Wasser drin und Zucker. So, jetzt nochmal. Und jetzt, an dem Zeitpunkt her, müssen wir gar nicht mehr groß etwas machen, weil wenn man es jetzt so lange bratet, dann zieht es Gemüse, Wasser. Und dann wird es lampig, es wird auch nicht mehr aromatisch. Das ist das A und so von einem perfekten Stir-Fry. Und beim Anrichten, da tun wir halt viel mit den Ringen arbeiten. Das habe ich jetzt schon vorbereitet. Und du siehst, Michel. Das Gemüse ist versorgt. Das Gemüse ist versorgt. Tipptopp. Wir haben jetzt das angerichtet und einfach kurz 3-4 Minuten, dass die Wärme bleibt da innen. Im Ring rein lassen. Asiatisch, trinken dazu tun wir aber ein feines Schweizer Bier. Dani, was hast du mit in die Küche genommen heute? Heute haben wir das First Cool in der Küche. Passt hervorragend zum Asiatischen, zum Würzigen. Und vor allem das First Cool, weil es ist ein bisschen feiner vom Geschmack. Es ist nicht bitter. Es wird auch mit Mais noch gebraut. Ganz interessant. Ein perfektes Bier, das wirklich harmoniert mit den frischen Geschmäckern, mit den frischen Ingwer mit frischen Gewürzen. Wirklich ein leichtes, perfektes Bier zu der asiatischen Küche. Zum Wohl. Wüschli. Sehr leicht. Schön, oder? Fein. Passt sicher super dann zum Essen. Ich würde sagen, jetzt richten wir an, dann können wir es nämlich zusammen probieren. Und auch ein bisschen quer, nicht gerade runter. Das ist ein bisschen tricky. Bei der Entenbrust, du siehst, und von der Dicke her, du siehst, also sie ist wirklich perfekt so. Wir tun sie jetzt da oben drauf. Und dann einfach den Ring wegnehmen. Et voilà. Wow, sieht super schön aus. Schmeckt sehr, sehr fein. Sieht super schön aus, aber es braucht noch ein bisschen Farbe, würde ich sagen, oder? Vom Farbe haben wir da noch ein paar Sachen vorbereitet. Ich kann da noch Mango Chutney, wo wir da noch hinzugeben können. Ein bisschen Mango Chutney. Dann ein bisschen Sojasauce drüber tun. Das sind jetzt Pecan-Nüsse. Ein bisschen Sesam kann man auch nehmen. Auch da, du kannst noch ein bisschen eingeweihten Ingwer noch ein bisschen drüber tun. Und die Farbe, wie du erwähnt hast, bin ich absolut einverstanden. Haben wir da ein bisschen monoton, ein bisschen einfarbig. Haben wir da noch ein bisschen Koriander. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten.
Und du hast ja in Asien wahrscheinlich nicht nur Peking-Ente gegessen, oder wie ist das? Also sprichst du auch auf irgendwie andere Tiere, die es dort noch zu essen gibt? Ja, das nimmt mich jetzt schon mal Wunder. Ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich andere Tiere probiert. Ich bin so ein bisschen beim konventionellen Feinen geblieben. Und ja, ich würde sagen, Ente ist für mich schon genug asiatisch. Schon genug speziell zum Essen. Wollen wir das mal an, oder? Mal sagen? Nur mal ein Schluckchen Bier, First Cooler. Auf der asiatischen Abend hier im Oberhof. Und jetzt probieren wir es natürlich. Die Ente ist wunderschön rosa geworden. Ich muss dir recht geben, es schmeckt extrem fein und überhaupt nicht nach Fett. Michelle, bist du zufrieden? Ist es ein gelungenes Gericht? Kann ich dir ein bisschen Angst vom Fett nehmen? Definitiv. Und du hast mir auch das Heimweh von Asien wieder ein bisschen stillen. Wir sind gespannt, in welches Land das wir nächste Woche gehen. Rührner Tisch auf ist Ihnen präsentiert worden mit Clean Solution Ökostrom für ein gesünderes Kochen von SH Power. Mit ausgezeichneter Schaffhauser Weinkompetenz von der GVS Weinkellerei. Und mit hervorragendem Bier von der Brauerei Falken und dem Motto «Viel Zeit für ein gutes Bier».